Die Schwester der Königin, Review. Die Schwester der Königin ist mein erstes Buch von Philippa Gregory gewesen. Auf das Buch bin ich durch den Film gekommen. Ich war damals auf der Suche nach Mittelalterfilmen, weil ich ja so ein Mittelalter-Fan bin. Wollte ich mir die unbedingt angucken, habe mir Keira Knightleys Verfilmungen alle angeschaut, wo sie mitspielte. Und wie gesagt, war halt auf der Suche, bin halt dann auf diesen Film gestoßen. Der Trailer klang eigentlich ziemlich spannend und auch so dieser Schwesternstreit hat mich sehr an mich und meine Schwester erinnert. Ich bin die jüngere Schwester, sie ist meine ältere Schwester und wir haben uns auch oft gekabbelt und so ein bisschen Eifersucht war immer dabei. Deswegen fand ich das eigentlich ganz lustig, das hat mich so an uns erinnert. Und ich mochte auch die Schauspielerinnen, Scarlett Johansson und Natalie Portman, so heißt sie. Musste kurz überlegen, wie sie heißt. Ich habe es ja nicht so mit den Namen. Mochte beide eigentlich sehr gern. Dachte mir, okay, kann ja nur ein guter Film sein. Schaust mal rein, gell? Der Film hat mich eigentlich sofort überzeugt. Also ich habe ja davor in meinem ganzen Leben noch nie irgendwas von englischer Geschichte gewusst, gekannt. Geschweige denn je gelesen. Ich weiß, dass Großbritannien mittlerweile also immer noch eine Königin hat, als einziges Reich, sage ich jetzt mal. Das war das Einzige, was mir so bekannt war. Ich habe mir auch ehrlich gesagt nie Gedanken darüber gemacht, wie die Geschichte wohl von England war. Weil ich natürlich auch so ein selbstspoilernder Mensch bin, in Wikipedia natürlich gelesen, worum es geht. Habe dann herausgefunden, oh, es ist eine Buchverfilmung, es ist ein Buch von Philippa Gregory. Der Name hat mir davor auch noch nie in meinem Leben was gesagt. Bin natürlich gleich in den Buchhandel, in den Buchladen meines Vertrauens, habe mir das Buch gleich geholt und gelesen. Und meine Güte, hat mich dieses Buch verzaubert. Und diese Geschichte von England, ich habe danach noch alle anderen Bücher von ihr geholt, die um die Tudors oder die Geschichte der Tudors geht, nach diesen Rosenkriegen halt eben, und habe mir das durchgelesen. Da gab es ja etliche Bücher mit, ich glaube, das nächste Buch heißt irgendwo. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Ich habe tatsächlich den Titel vergessen. Auf jeden Fall, das nächste Buch handelt, glaube ich, von seiner vierten Frau, von Anna von Kleve. Das habe ich gelesen. Dann habe ich das kurz nach den Rosenkriegen, das mit der, ich glaube, Weißen. Die Königin der Weißen Krone oder so, wie es geheißen hat. Auf jeden Fall habe ich mir die alle durchgelesen. Ist ja wurscht. Ich kann mir offensichtlich weder Namen noch Titel noch Autor oder sonst irgendwas merken. Liedtexte und sowas, Geschichten kann ich alle auswendig, aber Namen, vergiss es. Das Buch hat mir zum einen gefallen, weil ich die Beziehung zwischen Anne und Mary sehr spannend fand. Also irgendwie Geschwister, Liebe und Streit zur gleichen Zeit, also wirklich Geschwisterliebe kann man dazu eigentlich sagen. Fand auch die Zuschaustellung von ihrem Bruder relativ gut gemacht und seine Beziehung zu Jane Parker. Ich weiß nicht, wer sich mit der englischen Geschichte so ein bisschen auskennt und wie es damals so abgelaufen ist, kann man ja zu 100% nicht mehr sagen. Aber es ist ja wirklich so, dass Heinrich der Achte, also Henry, seine 6 Frauen hatte. Er ist in die Geschichte eingegangen als der König mit seinen 6 Frauen, weil er halt er hat 2 davon köpfen lassen, hat sich von zweien scheiden lassen. Die eine ist gestorben nach dem Kindbett oder wegen dem Kindbettfieber. Und die letzte hat ihn tatsächlich überlebt. Auch nur ein paar Monate, aber dafür ist er halt in die Geschichte eingegangen. Also er hat sich ja immer gewünscht, dass man sich an ihn erinnert. Und zwar hat man sich nicht an ihn erinnert, wie er sich gedacht hatte, so als der König, der irgendwie Schlachten gewonnen hat oder so, sondern als der König mit seinen 6 Frauen. Ich finde es auch spannend, wie man halt damals wirklich den Frauen die Schuld gegeben hat an allem drum und dran.
Ja, also wenn sie nicht schwanger geworden ist, dann war es ihre Schuld. Und wenn es ein Mädchen geworden ist, dann war es auch ihre Schuld. Und wenn sie das Kind verloren hat, war es ihre Schuld. Und ich mir denke, also heutzutage kann man sich nur noch an den Kopf fassen und sich denken, mein Gott, was ist nur bei dir schiefgelaufen, dass du so denkst? Zumal wir ja mittlerweile auch wissen, dass die Männer Schuld haben, wenn es ein Mädchen wird, ne? Und nicht mehr Frauen. Und das ja auch immer eine 50-50-Chance ist. Aber so haben halt die Menschen früher nicht gedacht. Und dass es eigentlich seine eigene Schuld ist, dass ja ihm eigentlich dieser Erbe am Ende verwehrt bleibt, weil er halt rumgehurt hat, sage ich jetzt mal, und sich halt irgendwelche Geschlechtskrankheiten eingefangen hat. Also man vermutet, ich glaube, die Historiker von heute vermuten, dass er Syphilis hatte und deswegen auch diese Wunde an seinem Bein wieder aufgebrochen ist, diese alte Wunde. Und das halt auch, dass der Grund ist, warum halt die anderen Frauen, die er halt hatte, keine Kinder zur Welt bringen konnten, gesund und ja, und andererseits muss man ja auch gestehen, dass, also er hat ja dann schlussendlich drei Kinder gehabt, nämlich Mary, Elizabeth und Edward. Und er hat ja auch seine zwei Töchter, die er dann, weil er sich von Katharina hat scheiden lassen, ist halt Mary, beziehungsweise was heißt scheiden lassen? Eigentlich hat er ja die Ehe für nichtig erklärt. Also war die Ehe nie vorhanden, deswegen war Mary ja so gesehen der Bastard, also ein Bastard und deswegen auch nicht mehr in der Thronfolge. Sie würde halt danach Elizabeth kommen, nachdem er dann Anne geheiratet hat. Es war sie halt die Thronerbin. Nachdem er halt Anne köpfen lassen und es behauptet wurde, sie hätte Männeraffären gehabt und Elizabeth ist ja gar nicht von ihm, war sie ja dann so gesehen auch ein Bastard. Und Edward, sein drittes Kind und sein erster Sohn, war natürlich der Thronerbe. Der hat dann auch nach ihm den Thron bestiegen, auch nicht für lang. Er ist ja dann ziemlich früh gestorben und er hat da nicht gewollt, dass seine beiden Schwestern auf den Thron kommen, weil Mary, die Tochter von Katharina, halt sehr katholisch war, so wie ihre Mutter, auch diesen Glauben sehr verteidigt hat. Und sie ist dann tatsächlich in die Stadt eingedrungen mit, ich sag jetzt mal, Schwert und Schild und hat diesen Thron eigentlich so gesehen an sich gerissen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wer auf den Thron war. Ich glaube, ihre Cousine. Auf jeden Fall hat sie die vom Thron gestoßen und sie hat, ich sag jetzt mal, ihren Glauben sehr stark verteidigt mit Schwert und Blut und ging in die Geschichte ein als Bloody Mary, also blutige Maria, weil sie halt, ich glaube, viele Ketzer und so hat halt umbringen lassen wegen ihrem Glauben. Und sie hat sich natürlich auch zuallererst erstmal einen Ehemann gesucht. Und also die Geschichte geht noch viel, viel, viel weiter. Ich glaube, so viel Zeit hätten wir heute nicht mal, dass ich sie erzählen könnte. Ich habe sie auch nicht mehr ganz genau im Kopf. Ich weiß nur so ungefähr, wie es dann lief. Ich meine, sie hat dann keine Kinder gekriegt. Die Historiker von heute vermuten, dass sie Krebs hatte, Gebärmutterkrebs, Eierstockkrebs, irgendwie sowas da unten auf jeden Fall. An was sie dann wohl auch gestorben ist. Und Elizabeth, die erste, ist halt dann auch auf den Thron gekommen. Und meine, so ihre Geschichte kennen ja die meisten so grob, die jungfräuliche Königin auf dem Thron. Und ich finde, sie ist ja sozusagen eigentlich der Sohn, in Anführungszeichen, den eigentlich Henry sich immer erhofft hat. Er hat ja sich immer so ein Erbe erhofft, der halt seinen Thron weiterführt. Ich finde es, muss ich persönlich sagen, schade, dass sie keine Kinder gezeugt hat, die halt dann vielleicht, die sie erzogen hätte, die dann vielleicht genauso gedacht hätten wie sie, weil Elizabeth war ja nicht dumm. Sie hat ja wirklich dieses Land zu etwas gemacht. Sie hat es ja vorangetrieben, sie hat Wohlstand eingebracht, sie hat ja wirklich was gemacht. Also ich meine, dieses goldene Zeitalter kommt ja nicht von irgendwo her. Und vielleicht hätten ihre Kinder ihre Ansichten geteilt, hätten von ihr gelernt, hätten sie als Vorbild genommen in ihren Einsichten. Ich meine, sie hat ja wirklich gesagt, sie bestraft ihr Volk nicht für ihren Glauben. Also auch wenn sie selber keine Katholin war, sondern halt wie ihre Mutter so ein bisschen lutherisch oder
ich weiß nicht, wie man es dann nennt, protestantisch erzogen worden ist, hat sie trotzdem gesagt so, hey, die Katholiken, das sind nicht die Vollidioten, die es falsch machen, sondern sie hat halt jedem seinen Glauben gelassen und das so sollte man doch so sein. Also das war schon ein sehr fortschrittliches Denken für die damalige Zeit, auch vor allem. Ja. Auf jeden Fall hat mir das Buch total gefallen. Auch diese Intrigenanhof, ja. Also es geht hier, man muss sich ja überlegen, man ist König, man sollte sich eigentlich um sein Reich kümmern, dass man, na klar, dass man einen Erben braucht als König, ist irgendwo klar, verstehe ich auch, sehe ich auch irgendwo ein. Man will ja, dass seine eigene Linie nicht auslöscht, man will ja seine Kinder auf dem Thron sehen, dass sie die eigenen Idealien weiterführen und dieses Land regieren und so. Das gehört irgendwo alles mit dazu. Und ich verstehe schon, dass er einen Sohn wollte, zumal ja auch wirklich dann einfach sicher war, okay, seine Kinder, sein Sohn, die folgen ihm auf dem Thron, weil England halt wirklich einfach genug gelitten hatte unter diesen Thronansprüchen und Rosenkriegen und was weiß ich auch immer und einfach den Leuten, vor allem diesen normalen Leuten, den einfachen Volk Frieden zu schenken, ist eigentlich ein sehr löblicher Gedanke gewesen. Aber dass er halt nicht die Zeit genutzt hat, dieses Land auch zu regieren. Ich meine, er macht seine Staatsgeschäfte während der Messe und hört halt nur mit halbem Ohr zu und hat auch nur nur die Hälfte der Aufmerksamkeit auf diese Staatspapiere gewidmet. Ich meine, das ist halt einfach nicht richtig. Und dass du als sein Berater und sein Höfling dafür sorgst, dass er dann die Tochter, die Cousine, die Frau unter die Nase reibst, damit er dann mit ihr schläft, damit du dann dein Reichtum erweitern kannst, ist halt einfach nicht richtig. Also es ist absolute menschliche Natur und war in jedem Hof gleich, war überall so. Aber es ist halt einfach nicht richtig, weil wenn du deinem König beraten willst, dann beratest du ihn halt so, dass er das Land regiert. Kein einziger König in keiner einzigen Geschichte, in keinem einzigen Land hat sich jemals um sein Volk gekümmert, habe ich manchmal das Gefühl. Also mit Ausnahme vielleicht von wirklich den wenigen, so wie Elisabeth, die erste oder so. Ja. Aber dann halt komplett auf auf Ehe und sowas zu verzichten, ist halt auch nicht richtig. Man sollte halt wirklich alles in Maßen machen. Klar, seine Höflinge und seine Berater nicht vergessen und die auszeichnen. Aber halt nicht so favorisieren und hervorheben. Das ist doch klar, dass die anderen eifersüchtig werden und dann halt irgendwie alles dafür tun. Und wenn sie dafür den anderen Menschen umbringen müssen, das ist ja denen dann Schnuppe in dem Moment. Sie werden dann alles dafür tun, dass halt der König auch sie beachtet oder die Königin in dem Fall dann. Also ich kann das schon verstehen. Ja. Also für jeden, der dieses Buch sich auch unbedingt holen möchte, ich kann es nur empfehlen, Philippa Gregory weiß einfach, wie man Geschichte gut einfängt, wie man sie miterleben lässt und es gibt auch so eine kleine, also es gibt ja auch einen Film davon, Die Schwester der Königin, kann man sich ebenso anschauen. Die Geschichte im Film ist ein bisschen anders dargestellt, wie im Buch beschrieben und wie es halt dann auch tatsächlich war. Kann man, glaube ich, mit Sicherheit nicht sagen. Also sicher ist auf jeden Fall, dass Mary verheiratet war, bevor sie die Mätresse des Königs wurde. Ob die Kinder aus dieser Ehe, die heißen ja alle Carrie, weil halt der Ehemann so heißt, ob das tatsächlich die Kinder vom König waren. Ich meine, er hat sie nie anerkannt. Das kann man heutzutage gar nicht mehr bestimmen. Im Buch heißt es, dass es halt seine sind. Im Film haben sie auch nur ein Kind gezeugt, einen Sohn. Im Buch sind es ja ein Mädchen und ein Junge. Ja, und im Film ist es so dargestellt, dass halt eben die Hochzeit von Mary und Carrie, William Carrie meine ich, Mary und Carrie, das hört sich total bescheuert an, stattfindet. Und halt eben Anne so ein bisschen neidisch ist und auch ein bisschen traurig ist, weil sie halt eigentlich die Ältere ist. Sie hätte eigentlich zuerst heiraten müssen. Man sieht am Anfang, wie zum Beispiel die Eltern von den beiden sich liebevoll
darüber unterhalten, was sie mit ihren Kindern machen sollen. Die Kinder waren damals noch klein, wo halt der Vater sagt, so ja, die Familie Carrie will halt die Hand von Anne haben, aber er hat ihnen Mary angeboten, weil er halt denkt, dass Anne eben ja andere Ziele vielleicht im Leben verfolgen würde, dass sie halt eben anders, ein bisschen anders ist wie ihre Schwester und so das halt zustande kam. Und da macht sie schon bei der Hochzeit, wo Percy von Northumberland schon da ist, schon schöne Augen. Und ja, die Geschichte geht halt dann so weit, dass natürlich also Königin Katharina Totgeburt hat und der König halt eben Zerstreuung sucht und Onkel Thomas Howard halt eben vorbeikommt und halt eben das der Familie sagt und halt eben der Vater eben Anne vorschlägt als Mätresse, damit man auch so die Familien Interessen vorantreibt. Und Anne bezirzt ihn dann, wenn er dann da, als er dann da die besucht hat und er eben da ist. Aber sie machen halt einen Jagdausflug und der König verletzt sich. Und weil er sich halt sozusagen wegen ihr verletzt hat, würde er wohl nie wieder mit ihr reden, weil er in seinem Stolz, in seiner Eitelkeit oder was auch immer dann verletzt ist. Und Mary soll halt ein bisschen verarzten. Und auch, also in diesem Gespräch im Film wechseln sie vielleicht drei Worte gefühlt miteinander und er ist natürlich dann total fasziniert von ihr. Und sie wirft halt, also Anne wirft dann Mary halt eben das vor, dass sie keine 2 Minuten gebraucht hat und schon ist er berauscht von ihr. Und sie ist halt sehr unschuldig, sehr naiv, verliebt sich natürlich nach und nach in ihn und Anne wird halt in die Verbannung geschickt, weil sie ja mit Percy heimlich geheiratet hat und die Ehe vollzogen hat. Und die versuchen das ja so zu vertuschen, als wäre das nie irgendwie geschehen und passiert. Und während Mary halt eben im Wochenbett ist und nicht mehr aufstehen kann, schicken sie halt Anne wieder zurück, damit sie halt den König weiterhin bei Laune hält und immer an Mary erinnert, damit er halt keine andere Geliebte währenddessen hat. Damit sie halt immer noch ihre Interessen weiterverfolgen können. Anne schafft es halt jeder von. Natürlich den König von sich selber zu überzeugen, der im Film nicht mal mehr einen Blick auf sein Kind werfen will. Und sie schafft es auch, dass er halt eben sich von der Kirche ablöst, damit er dann halt diese Scheidung von seiner Frau kriegt, damit er Anne heiraten kann. Schlussendlich ist es halt dann aber auch so, dass Anne Elizabeth bekommt. Es ist ein Mädchen, obwohl sie eigentlich einen Jungen verheiratet hat. Und danach eigentlich keine Kinder mehr kriegen kann oder nicht schafft, dass die Kinder überleben in ihrem Leib. Sie hat dann eine Fehlgeburt. Und im Film ist es so dargestellt, dass sie ihren Bruder George bittet, dass er mit ihr schläft, damit sie halt wieder schwanger wird, damit sie dann eben sagen kann, es ist Henrys Kind, damit er sie halt nicht umbringt, weil sie sagt, das geht halt hier um ihr Leben. Wenn sie es nicht schafft, dann wird er sie töten und so. Und Jane Parker, also seine Frau, erwischt sie halt im Film dabei. Oder erwischen ist halt nicht das richtige Wort. Sie schaut, glaube ich, durchs Schlüsselloch und sieht halt eben, wie er zu ihr ins Bett steigt. Obwohl er natürlich dann im Bett sagt, nee, das kann er gar nicht tun. Das schafft er nicht, das kann er nicht, will er nicht. Und sie unterbrechen das. Aber sie sieht halt nur, dass das ans Bett geht und läuft halt dann weg. Und petzt es halt dem König so gesehen. Und daraufhin werden halt die beiden hingerichtet. Und Mary schreibt ja auch so einen Brief an den König, bittet um Gnade, dass er halt Anne nicht umbringt, sondern sie vielleicht in ein Kloster schickt oder sonstiges oder wie auch immer. Und er verweigert ihr halt diesen Wunsch. Und sie geht halt ins Schloss zurück, holt sich das Kind, also Elizabeth, und zieht sie zusammen mit ihren Kindern auf. Und dann endet der Film und man erfährt halt natürlich so ein bisschen die Geschichte, was halt danach noch passiert ist mit diesen historischen Charakteren. Es ist halt im Buch selber ein bisschen anders dargestellt, ein bisschen anderer Verlauf, ein bisschen detaillierter auch. Es hängt, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr zusammen, dass es dann am Ende so gekommen ist. Sie nimmt natürlich Elizabeth nicht mit, die lebt bei ihrer Kinderfrau. Die Geschichte ist noch ein bisschen verzwickter, da laufen ja auch noch andere Sachen ab. Ja. Aber das Buch und der Film enden halt eben mit Annes Tod und also das ist zumindest sehr gleich.
Es ist so ein bisschen Ironie. Ich glaube, das ist auch das, was mir an dieser Geschichte, ich sag jetzt mal von den Tudors, sehr gefällt. Wer die anderen Bücher von Philippa Gregory gelesen hat, mit dem roten Thron, weißen Thron, Prinzessin, weiße Prinzessin und keine Ahnung, wie auch immer die Bücher heißen, weiß zum Beispiel, dass England ja getrennt war von Lancaster und York, also diese zwei Königshäuser, die halt um den Thron sich so gestritten haben, warum ja diese Rosenkriege entstanden sind, weil Lancaster halt eben die rote Rose ist und York die weiße Rose ist. Und die Familie, also Henrys Großmutter, so gesehen, mütterlicherseits, stammte von einer Wassergöttin ab. Das wird so in dem Buch, in dem halt eben die Geschichte davon denen genauer erzählt wird, eben erläutert. Und die hatten, und sie wird halt Königin. Mit Edward, den Edward heiratet sie halt, der hat dann wirklich so die Rosenkriege beendet, weil er halt dann die Häuser zusammenschließt, weil er ist halt selber ein York-Prinz. Und heiratet sie halt dann und wird König und Frieden kommt ins Land ein. Und sie hatte halt zwei Söhne und diese zwei Söhne wurden in den Tower gesperrt. Das sind die zwei Prinzen im Tower. Das ist so der Titel von den beiden. Man weiß da halt nicht, was mit denen passiert ist. Es wurden nie Leichen gefunden. Sie waren auf einmal weg. Und sie und ihre Mutter, also also Heinrich der Achte, seine Ur-Urgroßmutter und seine Großmutter, habe ich das jetzt richtig gesagt? Urgroßmutter und Großmutter. Ich glaube zumindest, dass es so ist. Ja, doch. Die verfluchen. Also die sprechen einen Fluch aus und sagen, derjenige, der diese Prinzen, unsere Söhne und unsere Erben getötet hat, der soll keinen männlichen Erben bekommen, der das Mannesalter erreicht. Also wenn er Kinder zeugt, die männlich sind, die werden halt dann im Kindesalter sterben. So. Und dann werden sie wissen, wer eben diese Kinder umgebracht hat. Und es könnte jetzt halt der Onkel gewesen sein, also der Schwager von seiner Großmutter, der halt die Prinzen umgebracht hat, Richard der Dritte, weil er halt eben selber den Thron für sich wollte und die Jungs natürlich auch einen Thronanspruch hatten. Oder aber es war Henry Tudor, also sein Vater. Henry Tudor der Siebte, der hat sie halt umgebracht hat, weil er halt eben auch einen Thronanspruch hatte und sich halt eben bedroht gefühlt hat. Und sie haben halt denjenigen verflucht. Und wenn man sich so überlegt, vielleicht war es Henry Tudor, der ja dann später also Elizabeth von York heiratete, die Tochter von denen. Und die sich dann sozusagen eigentlich selbst verflucht hat. Weil Elisabeth hat dann zwei Söhne und der erste stirbt ja. Und gut, Heinrich überlebt das Kindesalter und wird König, kann aber selber keine Kinder zeugen oder keine männlichen Kinder zeugen, weil er hat ja dann erst Mary. Er kriegt zwar später Edward, aber Edward stirbt ja, glaube ich, im Alter von 11 Jahren, glaube ich sogar. Also klar, ob das jetzt in mein. Mal jetzt von der Wassergöttin abstammt, sei jetzt so mal dahingestellt. Aber ich finde einfach diese Geschichte dahinter ja, spannend und selbstironisch, weil es eigentlich sozusagen die eigene Familienlinie trifft, die ja dann mit Elisabeth, sage ich jetzt mal, ausstirbt, weil sie ja selber auch keine Kinder zeugt und damit wirklich die Tudor-Familie auslöscht. Und es halt schon ein bisschen traurig ist, dass es so ist. Dass man sich selber verflucht hat, seine eigene Familie. Ja. Genau. Was mir auch in dem Buch gefallen hat, ist so dieser Familienrat, den sie ständig gehalten haben und übersprochen haben, was und ihnen es geschieht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das damals tatsächlich so stattgefunden hat, dass das so war. Dass man da wirklich besprochen hat, dies und jenes und
so und so musst du es machen, dass man wirklich diesen König gelockt hat, der einerseits irgendwie verstanden hat, dass die Familie einen so ein bisschen pusht und dazu antreibt und andererseits das irgendwie auch irgendwie eiskalt ignoriert hat und trotzdem mitgemacht hat und so blöd war, sage ich mal, sich einfangen zu lassen. Wer es etwas detaillierter gern hat, statt Film und Buch, gibt es ja auch die Serie, die Tudors, die ja genau um diese Geschichte sich dreht. Also es fängt mit, das muss ich kurz überlegen, mit was fängt denn das an? Mit diesem Bündnis von England und Frankreich. Diese Bündnisse werden jetzt in Die Schwester der Königin sowohl als Film als auch Buch nicht so ganz so erwähnt. Auch nicht die Machenschaften von Wolsey oder anderen wie Charles Brandon oder sonstiges werden jetzt nur am Rande erwähnt. In der Serie Die Tudors wird es schon etwas genauer unter die Lupe genommen, was das Ganze noch mal ein bisschen authentischer macht, meiner Meinung nach. Und das man auch sehr gerne verfolgen kann. Man wird halt von Staffel zu Staffel, ich sag jetzt mal, den Frauen von Henry nahe geführt und gezeigt. Also die Serie zeigt halt natürlich alle Frauen. Das Buch zeigt ja jetzt nur die erste und die zweite. Vielleicht am Rande noch so ein bisschen die dritte am Ende. Ja, also ich finde, ich kann die Serie genauso empfehlen, wie ich dieses Buch empfehlen würde und werde. Es lohnt sich auf jeden Fall, beide anzuschauen. Ich habe auch am Anfang überhaupt nicht überrissen, dass eigentlich, also Henry in der Geschichte Tudor heißt und die Geschichte, also die Serie Tudors, sich um ihn dreht, bis ich dann diese eine Textstelle im Buch gelesen habe, wo Anne sich beschwert, dass also Katharina von Aragorn immer noch seine Hemden näht und ich zufällig bei ProSieben eingeschaltet habe, wo sie genau die gleiche Stelle in der Serie gesagt hat. Und ich dachte so, Moment, diese Stelle kenne ich. Ist das etwa die Geschichte? Und so angefangen habe, die Serie zu gucken. Also die kann ich auch nur empfehlen. Ich kann auch diese kleinen Miniserien von, ich glaube, ich muss nachschauen. Ich weiß nicht, wer die verfilmt. Auf jeden Fall gibt es mittlerweile so die kleinen Miniserie bestehend aus einer Staffel mit, ich glaube, 8 oder 10 Folgen. Die spanische Prinzessin, also The Spanish Princess heißt es, da dreht sich es um Katharina von Aragon, wie sie nach England kommt, um halt eben englische Prinzessin zu werden, beziehungsweise später halt dann englische Königin. Und dann gibt es auch noch die Vorgeschichte davon, von Heinrichs Großmutter und Mutter, wie die Königin wurden, wie sie es erlebt haben, was sie durchgemacht haben, kann ich nur sehr empfehlen. Also wer sich da wirklich interessiert dafür, für die englische Geschichte, für die Rosenkriege, für Heinrich den 8. und seinen 6 Frauen und so, dem kann ich auch diese Miniserien von, ich glaube, Staats hat es geheißen, empfehlen. Ich glaube, die erste heißt The White Queen, also die weiße Königin. Das handelt von seiner Großmutter, von Elizabeth, die Edward heiratet. Edward, der ein York-Prinz ist und halt eben sozusagen eigentlich das Land mehr oder weniger an sich reißt. Wer Game of Thrones kennt und weiß, dass der Autor so ein bisschen die Geschichte von Game of Thrones kopiert hat von der englischen Geschichte. England war ein... Also diese kleine Insel wurde von einem König regiert, der ein bisschen verrückt war. Und da war dann auch die Zeit wieder, wo er so ein bisschen verrückter wurde und nicht mehr ganz bei Sinnen war. Da haben sie halt eben rebelliert und den Thron an sich gerissen. Er, also Edward, seine 2 Brüder, George und Richard und eben ein Königsmacher, dessen Namen ich vergessen habe. Auf jeden Fall halt eben ein reicher Mann, der halt ihm geholfen hat, auf den Thron zu kommen. Und eigentlich hätte er wohl politisch gesehen jemand anders heiraten sollen, hat aber halt eben Elizabeth geheiratet und die hat, ich weiß nicht, wie viele Kinder mit ihm gezeugt, ich glaube 11. Ungefähr 9, 11. Also auf jeden Fall ziemlich viele. Und er ist dann irgendwann krank geworden und gestorben und dann war halt wieder diese Thronfrage offen. Und seine 2 Brüder haben halt auch irgendwie versucht, den Thron an sich zu reißen. Und Richard,
Der jüngste von ihnen war dann auch zeitweise König und hat halt dann die Ehe von seinem Bruder mit Elizabeth für ungültig erklärt, sodass halt die Kinder alle zu Bastarden erklärt wurden und damit keinen Thronanspruch hatten. Weit in der Ferne gab es noch jemanden aus dem Haus Lancaster, nämlich Henry Tudor der Siebte, also zu der damaligen Zeit nur Henry Tudor, der eben außerhalb von England groß geworden und aufgewachsen ist, aber jetzt eben zurückgekommen ist mit einer Armee, um eben den Thronanspruch, den er hat, geltend zu machen und sich den Thron per Gewalt, sage ich jetzt mal, an sich zu reißen. Und hat halt eben Heinrich herausgefordert, hat dann die Schlacht gewonnen und wurde selber zum König. Und damit er halt eben, weil er aus dem Haus Lancaster von der Roten Rose kommt, und den Frieden wahren kann, musste halt eine York-Prinzessin heiraten und hat halt dann eben die Mutter von Heinrich dem Achten gewählt, Elizabeth, die auch Elizabeth geheißen hat. Und so haben sie halt dann das Haus zusammengeschlossen, Lancaster und York, und wurden halt ein Haus und haben halt damit den Frieden gesichert. Die zweite Staffel heißt dann The White Princess, glaube ich. Ja, doch, müsste sein. Die handelt halt eben dann von Elizabeth und ihrer Ehe mit Henry und das Leben und wie sie halt versucht haben, den Thron für sich zu sichern. Ihre Mutter hat anscheinend einen ihrer Söhne, die halt im Tower eingesperrt waren, vertauscht mit einem einfachen Jungen. Und der hat sich halt eben für ihren Bruder ausgegeben und sie war so hin und her gerissen zwischen ihrer Familie und der Treue ihrem Mann gegenüber und irgendwie auch ihren eigenen Kindern gegenüber, glaube ich. Also weil sie war halt die amtierende Königin und ihr Mann, also Heinrich der Siebte. Und wenn sie jetzt ihrem Bruder geholfen hätte und gesagt hätte, okay, das ist ihr Bruder, er ist ja der echte Prinz, weil er eigentlich ja noch vor Henry den Thronanspruch hätte. Also wenn sie ihm geholfen hätte, dann wären halt ihre eigenen Kinder. Die hätten halt dann keinen Anspruch mehr gehabt auf den Thron oder wären halt in der Thronfolge ziemlich weit nach unten gerutscht. Und so hing sie halt so ein bisschen in der Schwebe, was sie tun soll. Soll sie ihrer Familie helfen oder soll sie für ihre eigenen Kinder und ihren eigenen Weg einstehen? Das war, also das ist eigentlich ziemlich herzzerreißend. Man fiebert so ein bisschen mit. Man kann sie ja auch vollkommen verstehen. Oder ich habe sie zumindest verstehen können, dass es das nicht leicht ist, sich da zu entscheiden. Fand es mega spannend, weil ich auch diese Geschichte unheimlich liebe, was auch einer der Gründe war, warum ich zum Beispiel Game of Thrones dann gemocht habe. Weil ich muss sagen, also ich bin eh nicht so der Mensch, der so Hypes mitmacht. Also wenn alle schreien, yay, ist das so cool und das musst du dir unbedingt anschauen, dann ich bilde mir da mal gerne mein eigenes Urteil. Und ich bin jetzt auch nicht so der Fantasy-Liebhaber. Deswegen war ich am Anfang gar nicht überzeugt davon. Aber wo ich es mir dann doch angeschaut habe, weil ich überraschenderweise zwei Staffeln geschenkt gekriegt habe zum Geburtstag, hat es mir doch gefallen, weil ich halt eben diese Parallelen zu der englischen Geschichte, die ich ja jetzt mittlerweile so liebe, gesehen habe. Deswegen hat es mir auch so gut gefallen. War einer mit der Gründe. Natürlich auch so ein bisschen die Charaktere, die daran gespielt haben. Genau. Und die dritte Staffel ist dann The Spanish Princess. Die handelt halt dann natürlich davon, von Katharina von Aragon, wie sie halt damals nach England kam, wie sie Arthur? Doch, Arthur He Tudor heiraten sollte und auch heiratet. Und so ein bisschen, also in die Schwester der Königin, in der Serie die Tudors. Und auch sonst heißt es immer, Katharina von Aragon und Arthur haben niemals miteinander geschlafen oder hatten vielleicht nicht die Möglichkeit, weil er dann relativ schnell krank geworden ist. In der Serie ist es so, dass man halt sieht, dass sie es getan haben oder man hört es, man vermutet es. Also man sieht es nicht zu 100%, aber eigentlich kann man schon davon ausgehen, dass sie es getan haben. Und nachdem er halt dann stirbt und sie halt dann keine andere Möglichkeit hat oder ihre Möglichkeiten halt besser dastehen, wenn sie sagt, die Ehe wurde nie vollzogen, sie ist halt noch Jungfrau,
und halt wirklich alle damit einspannt und das macht sie halt schon so ein bisschen berechnend, sag ich mal. In den anderen Büchern oder auch in der Serie wird sie so als unschuldig, so als Herzensgute und die Christin und die immer kniend auf dem betend ist und nie ein böses Wort sagt und immer so rein dargestellt. Und in dieser Serie kommt sie schon so ein bisschen hinterlistig, sage ich jetzt mal, rüber. Was mir persönlich ehrlich gesagt besser gefallen hat, weil es ihr halt ein bisschen Charakterstärke gibt und weil es sie halt auch ein bisschen authentischer macht zu der damaligen Zeit, weil das war damals halt so, dass man halt gelogen hat über dies und jenes und das vielleicht ein bisschen anders dargestellt hat und sie ja auch recht hatte damit, weil was hätten die mit ihr gemacht? Sie war so gesehen eigentlich nur so ein Eindringling, der vielleicht so ein kleines Häuschen bekommen hätte, in dem sie dann verreckt wäre, weil sie gar kein Geld hatte, weil von wem soll sie das Geld bekommen? Eltern tot, die Schwester gibt ihr kein Geld, sie hat keinen Ehemann, sie ist nicht mal mehr Prinzessin, doch Prinzessin schon, aber keine Königin. Also ich habe da schon Verständnis dafür, dass sie sich dann so verdreht. Ja. Genau, aber nachdem wir schon wieder bei fast mehr als einer halben Stunde sind, ich empfehle es, die Schwester der Königin und auch alles andere, was mit den Tudors oder so zu tun hat, schaut es euch an, wenn ihr da Interesse habt. Schaut es euch an, auch wenn es euch nicht interessiert. Ich meine, vielleicht weckt ja euer Interesse, wenn ihr Mittelalter oder sowas mögt oder gerne mal reinschnuppern wollt. Ich würde mich freuen. Dann habe ich vielleicht auch jemanden zum Diskutieren drüber. Und genau. Danke fürs Zuhören. Macht's es gut. Ciao.